So, willkommen zurück zum nächsten Teil von Let's Play Miles Morales hier bei Spider-Schwein oder Spider-Punk oder Spider-Woman. So, wir wurden doch hier angetan, du hast eine neue Visiermodifikationsplatz freigeschaltet. Aha. Was haben wir denn hier? Zieht beim Scannen eine Linie von einem Gegner zu allen anderen Gegnern, die sich im derzeitigen in deinem Sichtfeld befinden. Warum? Energie, die nach einem erfolgreichen Venom-Angriff zurückbleibt, wird sichtbar und kann bei Kontakt absorbiert werden, um mehr Venom-Kraft zu erzeugen. Aha. Aktiviert Tarnung automatisch kurz vor der Entdeckung bei lautlosen Begegnungen. Okay. Ja, nehmen wir mal das. Neue Mission hätte ich jetzt hier fast gedacht. Hier die Spider-Listen. Oh, wir haben 3 Fertigkeitspunkte. Das ist ja schön. Was haben wir denn hier? Erhöht den Wirkungsbereich von Venom-Schmetter. Ja, das ist gut. Was haben wir hier? Halte Revolverheld. Halte Dreieck, um die Waffe bioelektrischer Kraft zu reißen und zu werfen. Verursacht bei Auftrag Venom-Schocker und wirft Gegner zu Boden. Das ist gar nicht mal so doof. So. Was ist denn das Blaue hier? Räuber in lokalen Geschäften. Ah. Die sehen jetzt also blau aus. So. Das Feast Nord wurde geschlossen. Es ist viel zu kalt, um auf der Straße zu sitzen. Hier drin? Ich sollte als Miles gehen, rausfinden, was bei Feast los ist. Hey Genki, ich werde Gloria wegen Feast fragen. Als Miles, nicht als Spider-Man. Undercover. Aber mal andersrum. Gefällt mir. Hey Gloria, was ist hier los? Warum sind alle draußen? Ein Rohrbruch. Wir haben schon geputzt, dürfen aber erst wieder öffnen, wenn die Rohre in Ordnung sind. Ach, das wurde schon mehrfach repariert, aber sie halten einfach nicht. Können die Leute in andere Feast-Asyle? Die sind alle voll. All die Leute hier können sonst nirgendwo hin. Die Leute brauchen Wärme und Essen, aber bei diesem Wetter... Kann ich irgendwie helfen? Ja, tatsächlich. Könntest du nach den Leuten im Park sehen? Unseren Leuten gegenüber sind sie oft verschlossen. Gern doch. Dann mach weiter Urlaub. Du arbeitest zu viel. Ja, ja. Komisch. Meine Altvorderen haben immer das Gegenteil gesagt. Ich arbeite zu wenig. Ich muss mehr arbeiten. Ich muss rausfinden, was mit dem Wasser passiert ist. Vielleicht weiß hier jemand was.
Du vielleicht? Nee. Okay. Na, kleine Ratte. Muss eine echte New Yorker Ratte sein. Baust nicht mal ab, wenn jemand auf dich zukommt. Ich war eine Weile in dem anderen Asyl. Es ist größer, aber hier finde ich es gemütlicher. Ja, ich habe davon gehört. Okay, wen soll ich jetzt hier anlabern? Dich vielleicht? Nein. Euch? Nein. Euch auch nicht. Hä? Ich soll mit anderen Leuten reden, um andere Informationen zu finden. Und das muss offensichtlich in diesen Quadranten sein. Aber wenn ich andere Leute ansprechen will, geht das nicht. Weil kein Hotspot. Einfach so anquatschen kann ich sie ja nicht. Ich glaube, euch hatte ich noch nicht. Aber da ist auch nichts. Hä? Wo soll ich denn jetzt hier hin? Achso, da drüben wahrscheinlich, ne? Ja, hier. Ich mag es, in eine schöne, warme Wohnung heimkommen zu können. Verstehe. Ich mach das. Danke. Ich bin Steph, Glorias Lebensgefährtin. Ich helfe bei Feast, oder was davon übrig ist. Ja. Gloria sagt, die Stadt hält das Asyl geschlossen. Sie waren ungewöhnlich stur und so schnell da, um das Asyl zu schließen. Keine Stunde nach der Überschwemmung. Das klingt, als wäre ich eine Aluhutträgerin. Nein, ist komisch. Jedenfalls, danke für deine Hilfe. Okay, verdächtig. Ich sollte mit mehr Leuten reden. Vielleicht kann ich helfen. Erstaunlich, wo ihr die ganze Zelte hier habt. Essen. Moment, ich helfe. Danke, Mann. Ich will das Zeug trocken halten. Ich hatte Angst vor einem Überfall und dann kam das Wasser. Hatte sogar ein Messer dabei. Wie kamen Sie auf sowas? Da waren Leute, die rumgeschnüffelt haben. Hab sie verjagt, aber sie kamen wieder. Und direkt vor dem Rohrbruch verschwanden sie einfach. Gut, sagen Sie Bescheid, wenn noch was ist. Und Vorsicht mit dem Messer. Sicher, danke. Okay, hier ist nix. Hier ist auch nix. Klappstuhl, mach dich gerade. Selbstvorwürfe bringen dann was, wenn du daraus konstruktive Pläne für die Zukunft machst. Dann schon, ansonsten nicht. Hallo. Habt ihr gerade über das städtische Bauamt gesprochen? Ja. Vor etwa einem Monat wurde ein neuer Boiler eingebaut. Und ein Prüfer war da. Er meinte, es sei alles okay. Und jetzt haben wir den Salat. Ja,
hätte ihm auffallen müssen. Ich muss dann. Halten Sie sich warm. Gleichfalls. So, und jetzt? Hey, hast du Zeit? Ich arbeite an Speed Nonagon. Was gibt's? Direkt vor dem Rohrbruch haben sich komische Typen mal fies drum getrieben. Die Stadt hat das Gebäude verdächtig schnell geschlossen. Und ein Inspektor sagte vor kurzem noch, die Rohre seien in Ordnung. War das Sabotage? Definitiv. Ich muss meinen Anzug anziehen. Muss mich umziehen. Gloria sagte, das Asyl darf öffnen, wenn die Rohre repariert sind. Mal sehen, ob ich das schaffe. Führt in einen Gully. Das tun Abwasserrohre gerne mal. Verstopft von Müll. Klar, dass da das Rohr platzt. Der Müll ist weg. Aber das Wasser läuft noch nicht. Oh, ich weiß, was zu tun ist. Du musst das Pumpwerk finden. Woher weißt du das? Saubere Flüsseprojekt in der 4. Klasse. Die sind jetzt also blitzsauber? Ja, sauber, ja. Steig nicht in den Hudson. Eben. Jetzt komm schon! Wer legt denn so Rohre? Zeit für einen kräftigen Mann, der mal hier ordentlich ein Rohr verlegt. Das sind die Typen, gegen die ich beim Umspannwerk gekämpft habe. Okay, Bankraub verstehe ich. Aber was soll das mit Feast? Finden wir's raus. Ist weg! Echt? Ist das dein? Sagt mir, wer euch bezahlt! Können wir erstmal alle K.O. knüppeln und dann versuchen... Du lässt uns lieber los, du Freak! Ach, das geht auch mit Menschen. Wie schön. Ja. Keiner von denen will reden, weil ich ihnen erst die Fresse poliere und dann die Fragen stelle. Ich hab ihn! Du musst die Pumpe einschalten. Du eifriger Flussschützer, der Pumpendruck ist kritisch. Sie haben wohl an den Ventilen geschraubt. Du musst sie einzeln zurücksetzen, bevor du die Pumpe einschalten kannst. Hast du das gehört? Ihr Boss will sich an Harlem vergreifen. Drogen, Schutzgeld. Mann, können die sich stattdessen nicht einfach am Essen und den Museen erfreuen? Mal was nicht Spider-Man-mäßiges. Hast du für die Schule schon mit Jane Eyre angefangen? Ich hab noch gar nichts für die Schule gemacht. Echt abgefahren. Bin gerade bei einer Hochzeitsszene. Wow. Sekunde. Hier ist ein Ventil. Das hier hat eine Druckanzeige. Muss ziemlich alt sein. Oh, Mist, Mist, Mist. Oh, schnell ein Netz. Erstes Ventil. Jetzt noch zwei. So. Wir waren bei der Lektüre für die Winterpause? Echt abgefahren. Bin gerade bei einer Hochzeitsszene. Wow, total fesselnd. Bist du gerade am Lesen? Ich dachte, du hilfst mir. Ich bin da. Du hast meine vollste Aufmerksamkeit. Gleich nach diesem Kapitel. 5 Minuten. Halt.
Hey, Jungs! Sagt ihr mir, wer euer Boss ist? Nein? Na gut, schade! Das hier ist eine Privatangelegenheit! Hau lieber ab! Deshalb lässt man die Finger von Asyl! Zeit für eine Lektion! Wenn ihr Harlem in Ruhe lasst, lasse ich euch in Ruhe. Vielleicht. Jetzt zum Druckventil. War nicht Knopf. Hier. Lass mich raten, das platzt natürlich auch. Das waren zwei. Noch eins, dann kann ich das Wasser anstellen. Die Regel der drei. Hinter Müll. Mann, ist das kalt. Das sollte passen. Jetzt muss ich das Wasser am Pumpwerk anstellen. Genki, kannst du die Stadt anrufen? Sie sollen jemanden zum Feast Nord schicken und die Schließung aufheben. Ein offiziell klingender Anruf eines Highschool-Schülers, der auf Erwachsenen macht. Kommt sofort. Ja. Die Kerle schon wieder. Ich muss sie unbedingt loswerden. Ohnmächtig sehen sie so friedlich aus. Sagt mir, für wen ihr arbeitet! Im Leben nicht! Macht ihn fertig! Jetzt bist du dran! Sagt mir wenigstens, wo er ist, dann hole ich ihn mir selbst! Sind noch Gegner? Nö. Doch, da hinten. Ich glaube, ich bin sicher. Ist da jemand? Ja, ich. Wo ist der? Ist da... Das... Hey, ich hab Neuigkeiten. Ihr Boss sitzt im Raft. Oh, wow. Aber vielleicht können wir ja irgendwie die Kommunikation mit seinen Leuten draußen kappen. Sehe ich mir an. Jetzt das Wasser anstellen. Ach hier. Dann mal Wasser. Marsch! Super Timing. Der Prüfer ist gerade angekommen. Sie sollten bald wieder öffnen können. Cool. Ich werde mal nachsehen, ob Gloria alles hat, was sie braucht. Also, Gründe, warum dieser Boss es auf Feast abgesehen hat. Erstens, es steht auf einem Premium-Grundstück. Zweitens, ein Asyl in Harlem senkt die Zahl der Verbrechen enorm. Und wer Gangsterboss sein will, braucht dafür Gangster und Verbrechen. Genau. Aber wir haben's verhindert. Yay, Team! Nee, warte mal. Wo war das Ding jetzt? Hier.
Guten Tag. Oh, Spider-Man. Hi. Immer schön, einen von euch zu treffen. Oh, also, ja, ich hab da das Wassersystem repariert und offenbar war auch Ihr Asyl davon betroffen. Sollte jetzt wieder laufen. Du warst das? Wir haben eben gerade das Okay für die Öffnung bekommen. Alle können wieder rein. Oh, Spider-Man, dein Timing ist perfekt. Ich weiß nicht, wie lange wir noch durchgehalten hätten. Danke. Wo ist eigentlich Luke Cage? Der ist auch im Harlem unterwegs. Hey Gloria, Miles hier. Das Feast Nord ist wieder offen? Spider-Man hat uns geholfen. Ist das denn zu glauben? Danke fürs Vorbeikommen. Die Leute im Park haben sich über deine Hilfe gefreut. Gern doch. Und jetzt mach weiter Ferien. Wir sehen uns, wenn die Schule wieder anfängt. Ja, okay. Ja. Tschüss. Und tschüss. Wir haben geöffnet. Die Leute können wieder von der Straße runter. Dank. Steph. Dank uns ist das Feast Nord wieder offen. Dream Team. Ha, auf jeden. Ich gehe der Sache mit dem Boss und seinen Nachrichten aus dem Raft nach. Wäre spitze, wenn wir das unterbinden. Klingt gut. Ich check weiter die App. Danke, Mann. So, dann haben wir noch das Ding hier. Räuber in lokalen Geschäften. In Harlems Geschäften treiben Diebe ihr Unwesen. Vielleicht dieselben wie bei Theo. Tach. Spider-Man, hey, ich bin Caleb, freut mich. Hab dein Bild bei Theo gesehen. Oh, das ist der andere. Aber ich helfe trotzdem gern. Allen Geschäften in der Gegend sind in letzter Zeit Waren gestohlen worden. Papierprodukte, Kits, Desinfektionsmittel. Wir sind zu klein, um das einfach so wegzustecken. Hast du es gemeldet? Klar, aber uns nimmt niemand ernst. Camila, ihr gehört das Restaurant nebenan, wollte es selbst in die Hand nehmen. Sie wollte zum Versandzentrum, das uns alle beliefert. Ich gehe hin. Vielleicht kann ich helfen. Danke, Spider-Man. Gut, dass du auf uns aufpasst. So, wohin? Oh Gott, das ist ja ewig weit weg. Hey Genki, es geht um ein paar Überfälle in Harlems Einkaufsstraße. Caleb's Clean Cuts und Panaforte? Ich liebe Panaforte. Hast du die Arepas probiert? Vor dem Essen erst ein paar Superheldentaten. So sind die Regeln nun mal. Ja, na klar. Wie ist der Plan? Die gestohlenen Waren und die Täter finden und feststellen, ob es dieselben wie bei Theos Bodega und beim Feast Nord sind. Klingt gut. Ich stehe bereit für Technik, Karten und Nachdenkunterstützung. Von da aus wird Calebs Block beliefert. Polizei? Was ist hier los? Zeugen zufolge wurde eine Frau von zwielichtigen Gestalten in einen Kofferraum gesperrt. Wissen wir wer? Ja, dank einer Oscorp-Kamera. Camila Vasquez. Ihr gehört Panafuerte in Harlem. Oh Gott. Camila wurde entführt. Ich muss versuchen, sie zu finden. Aber die Polizei mag keine Störenfriede. Vielleicht helfen mir die Hinweise. Suche nach Hinweisen. Wo sie jetzt ist. Eine Parkhausquittung. Chinatown. Okay. Aber wo in Chinatown? Spider-Man, das hier ist ein Tatort. Verschwinde, sonst muss ich dich verhaften lassen. Ich muss unauffälliger werden. Du hast viele Überstunden gerade.
Können sie da nicht hochklettern? Hast du das mit der U-Bahn gehört? Ja, hab ich. Die neue Spinne hat die Züge wohl repariert, sagen zumindest die Leute. Dann hilft er wohl zumindest ein bisschen. Weiter, weiter! Er ist im Weg. Was Neues? Schwer zu sagen. Spider-Man, jetzt hau schon ab! Bin schon weg. Oder auch nicht. Ich habe den anderen Spider-Man ewig nicht gesehen. Er ist vielleicht in Rente. Und überlässt New York einem Jungspund? So definiert man in Rente gehen doch. Nicht sehr verantwortungsvoll. Das ist ein gesicherter Tatort. Spider-Man, was zum... Wollte grad gehen. Hä? Dann hoch mit dir. Wie soll ich denn da Lärm machen, wenn ich da nichts wegschlagen kann oder so? Was war das? Kann hier nix. Ach, Mann, du spring doch mal weg. Nein, machst du nicht. Ich kapier nicht so ganz, was ich hier machen soll. Ich kann hier nicht irgendwas durch die Gegend schlagen. Ja, jetzt kann ich mir den Hinweis ansehen. Ah, toll. Verfluchte Viertel, ich fantasiere schon. Nanu, guck's dir schon an, Mann! Wo ist denn die Hotspot-Taste? Eine Jacke von Davids Autowerkstatt. Die haben sie beim Wegfahren verloren. Hey, du weißt doch bestimmt, wo Davids Autowerkstatt ist. Die gibt es 12 Mal in Manhattan. Auch in Chinatown? Ja,
Ich schicke dir die Adresse. Meldung aus Chinatown. Eine Frau mit passender Beschreibung wurde in einer Gasse gesehen. Dann los. Hey, Spider-Man. Gibt's was Neues zu den Waren? Ja. Ich glaube, dass Camilla die Diebe auf frischer Tat ertappt hat. Sie haben sie entführt. Was? Bist du sicher? Leider ja. Ich will ihr gerade helfen. Oh. Gut, dass du zur Stelle warst, Spider-Man. Danke. Durch, Camilla. Camilla, alles klar da drin? Hilfe! Bitte! Hä? Nimm das, Kunde! Der Kunde muss auf. Alles in Ordnung? Spider-Man, mit dir habe ich nicht... Aber diese Männer... Ganz ruhig. Jetzt ist alles gut. Diese Männer wurden dafür bezahlt, die Waren zu stehlen, um uns in den Bankrott zu treiben. Sie lagern alles bei den Docks am FDR. Bei der Brücke. Ich hol die Waren zurück. Kommen Sie alleine nach Haus? Ja, klar. Ich rufe ein Taxi. Gracias. Du hast mir das Leben gerettet. Ist irgendwie leider sein Job. Genki, Camilla geht's gut. Sie hat die Kerle beim Stehlen ertappt. Sie sagten, jemand bezahlt sie dafür. Ich habe recherchiert. Die Stadt hat eine anonyme Aufforderung bekommen, Enteignungen durchzusetzen und Camillas und Calebs Block zu räumen. Sicher derselbe, der auch unsere Gangster bezahlt. Will er da einziehen? Sieht so aus. Ich habe eine Gegenanfrage eingereicht, um feststellen zu lassen, wer das Land kaufen will. Mann, du bist ein Genie. Ich hol jetzt die Vorräte von den Docks zurück. Ich melde mich. Damage Control. Ich überlege gerade, kannten wir die nicht aus... Miss Marvel? Kisten. Kisten. Noch mehr Kisten. Wo verstecken sie nur die Vorräte? Die wissen es sicher. Wenn ich sie belausche, erfahre ich, welcher Container es ist. Keiner darf mich sehen.
Ich weiß nicht, ob ich noch für den Boss arbeite, wenn er mal in Harlem ist. Warum nicht? Er zahlt gut. Ein paar seiner Pläne passen mir einfach nicht. Drogen, gut. Betrug, klar. Aber er tötet Menschen. Seit wann bist du denn so zimperlich? Jeder hat seine Grenzen. Nicht hilfreich. Was habt ihr mit dem ganzen Zeug vor? Friseurscheren, Serviettenhalter. Vermutlich wegschmeißen. Fang ruhig schon an. Grüner Container mit einem weißen Stern. Alles klar. Jetzt kann ich sie erledigen. Nicht der Glückstag heute. Leute, sorry. Den habt ihr erwischt! Er gehört mir! Wir sind in der Überzahl! Ich mach dir Galle! Jetzt bist du da. Das erschnappt! Gute Nacht! Ich hab Prügel gemacht! Misch dich bloß nicht ein, du Rotzlöffel! Und ritt durch den Haufen durch. Dreckskerle mit mysteriösem Boss. Null. Gut, wo sind die Waren? Grüner Container, weißer Stern. Na, der hier zum Beispiel. Richtige Kiste. Muss sie nur öffnen. Steht hinter anderen Containern. Vielleicht mit dem Kran? Bum, 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 bum. Muss das Rad blockieren. Welches Rad? Achso, das da. Nee. Komm ich so schlecht ran? Warte mal. Nein. Ihr schafft. Gut, dann jetzt zum Inventar im Container. Spider-Man, auf! Im Ernst? Noch mehr von euch? Misch dich bloß nicht ein, du Rotzlöffel! Hier! Fang! Euer Boss gibt euch Raketenwerfer? Der meint's ernst! So gehörst du mir. Ich werde nicht zulassen, dass ihr netten Leuten das Geschäft ruiniert. Lass mich nicht dazu veranlassen. Warum ein Friseurladen dicht machen? Die brauchen wir doch. Ich mache euch alle, Kleiner. Oder auch nicht. So, nächster Versuch. Na also, das gesamte Diebesgut. Hey Caleb, ich hab deine Sachen. Bring ein paar Trucks zu den Docks. Ich helf dir beim Transport. Wir standen kurz vor dem Bankrott und dachten, wir müssten schließen. Aber dank dir geht's jetzt wieder aufwärts. Hallo, Taxi!
Danke. Danke, tausend Dank. Wenn du mal einen Haarschnitt brauchst, schau vorbei. Geht aufs Haus. Wie soll das mit der Maske gehen? Hatte schon Schrägeres. Oje, du musst auch essen. Du bist noch im Wachstum. Mira, schau jederzeit bei Pana Fuerte vorbei. Wir packen dir was Leckeres ein, okay? Vielen Dank, euch beiden. Alle in der Gegend sehen das so. Du hast uns gerettet, Spider-Man. Spider-Man hat unsere Ware gefunden. Danke, Mann. Caleb, let's go. Hey, ich habe mit Haley, einer Straßenkünstlerin, gesprochen. Sie hat einen Hinweis, von wo aus diese bösen Jungs in Harlem operieren. Das ist super. Wo finde ich sie? Sie hat super viel zu tun wegen der Kingsday-Parade, aber ich poste es in der App, wenn sie Zeit hat. Oh, du kennst sie. Von der Kundgebung, weißt du noch? Straßenkünstlerin, spricht Gebärdensprache. Oh ja, sie ist cool. Ich warte auf deinen Post. Cool, bis später. Genau, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Bis später. Also sehen wir uns gleich im nächsten Video. Tschüss.